Freunde, was geht ab? Und wir kommen zum finalen Part. Oder von der finalen Welt von New Super Mario Bros. U. Werden wir es heute schaffen oder wieder einer richtig aufs Maul bekommen? Wir bleiben gespannt. Und ich verstehe jetzt schon, wie das Level funktioniert. Die Lava steigt so hoch. Das ist scheiße. Okay. Da ist eine Röhre. Was? Oh Gott, wegen der Münze? Ach du Scheiße. Wegen dieser scheiß Münze geht alles im Bach runter. Okay, nein, 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 nein. Gott. Bowser, was hast du dir dabei nur ausgedacht? Du Mörder. Starcoin. Mir doch egal. Starcoin ist wichtig. Ja, wo denn? Verpiss dich, Münze. Oh, ich muss. WTF! Oh Gott. Das wird so eng. Oh, Alter, wie eng. Alter, jetzt fliegen auch noch Bomben. Bomben überall. Schnell. Mir egal. Ist es wichtig? Oh Gott. Ja, es ist verdammt wichtig. Schnell. Dann muss doch noch was kommen, oder? Also ich weiß nicht. Ich habe es ja leider schon vergessen. Aber irgendwas sagt mir, dass da noch irgendwas kommen wird. Oh Gott. Nein, jetzt mach doch schneller. Ach, diese scheiß Bombe nervt mich wieder. Diese Münze ebenfalls. Ah, nimm sie halt. Mario, hallo? Ja, dann halt eben nicht. Brauche ja keiner. Alles klar. Oh, okay. Diese Betrug ist so lächerlich. Ich muss unbedingt dahin. Schnell, fahr hoch. Gott. Ist da die heilige Tür? Mir doch egal. Geh ich jetzt rein. Tschüss. Checkpoint? Gib mir ein Checkpoint. Das war's? Ja, also Bowser besiegt, Peach gerettet. Danke fürs Zusehen. Also zum nächsten Mal, ne? Nee. Ja, da kommt noch ein Level, ne? Wie ich es meiner Erinnerung doch recht hatte. Da kommt noch was. Ja, ja, war klar. Okay. Ja, ich möchte gerne speichern. Jetzt bin ich gespannt. Willst du mir auf die Nerven gelegen, gehen, Kollege? Das funktioniert bei mir nicht. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deinen eigenen Diener umgebracht. Tschüss, Alter. Ja, ja, ist interessant. Scheiße! Nein! Als ob. Oh, das war natürlich... Was? Jetzt schaffe ich es doch eh nimmer. Wenn mir jemand sagen würde, dass die Plattform wieder zurückkommen würde, dann ja, aber sonst hätte ich es ja nicht gedacht, ne? Dankeschön, Nintendo. Wie diese Verständnis, dass die Plattform doch zurückkommen können, ne? Gut zu wissen. Hallo. Kollege, wie oft denn noch? Das bringt dir rein gar nichts. Aber ernsthaft, warum ist die erste Starcoin hier so lächerlich platziert? Ja, perfekt! Gut gemacht! Mario! Nein! Klempner! Klempner in Not! Rettet den Klempner in Not. Warum stirbt er jetzt nicht?
Was? Mach mal das Ding. Mach mal das Single kaputt. Hallo. Hallo. Danke. Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen, Herr Mini-Bowser. Ja, ja, schön. Funktioniert halt nicht, ne? Ja, ich habe alle Star-Coins, Leute. Er hätte nichts sagen können. Ich habe alle. Schade. Ich hätte es noch gepackt, aber das ist noch leider, leider blöd runtergekommen. Sonst hätte ich es geschafft. Gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns dann beim Bosskampf. So, Freunde, da bin ich wieder. Ach, kein Cut. Ich nehme drauf. Und zwar musste ich etwas machen, weil bei Amazon war der Legend of Zelda Breath of the Wild zum Kauf meine limitierte Edition. Aber sie war da schon gleich wieder vergriffen, wo ich benachrichtigt wurde. Sehr, sehr schade, das Ganze. Aber hey, was will man denn machen? Jetzt geht's weiter mit der Power hier, Freunde. Die Power of the Stands. So, easy. Alter. MLG. So Bowser-MLG einbauen. Das ist ja lustig. Kollege, was geht ab, Mann? Also, wir können zusammen was saufen, wenn du willst. Hallo? Hab keine Angst. Chill! Alles klar. Fick dich doch, ohne Witz. Bring mich um. Danke, Rim. Aber Freunde, wir haben ja noch 68 Versuche, weil ich will da nicht reingehen, ohne groß zu sein. Weil ich sterbe dann eh und da habe ich auch einfach gar keinen Bock. Was ist eigentlich, wenn ich... Gibt es da hinten auch ein Item? Das wäre geil. Ja, es gibt's halt echt. Oh nein, ich bin so dumm. Ich denke mir so die ganze Zeit, also da könnte doch eigentlich noch was sein. Ja, da hätte ich schon längst geschafft, du Alter. Oh, aber ich muss mich in der Nase gerade. Oh, die Nase hat gejuckt, Freunde. So, ich glaube, was ist denn da? Wie geht das? Irgendwas. Hallo. Eingefroren, eingefroren, eingefroren. Wie es aussieht. Und. Dankeschön. Oh, da konnte sich gerade kaum umdrehen, ne? Und schon ist er down. So, aber jetzt schaffen wir es, Freunde. Ich verspreche es euch. Hoch und heilig, dass wir es jetzt schaffen. Maria! Es schneit, Kinder. Es schneit draußen. Schön weihnachtlich, ne? Bloß, dass das Weihnachten schon vorüber ist. Aber okay. Ich bin bereit für den ultimativen Bosskampf. Aber es kann ja nicht sein, dass nach den 3 Treffern das ja schon vorbei wäre, oder? Das wäre aber schon lame. Meiner Meinung nach jetzt. Hallo! Kann ich dich auch einfrieren oder juckt dich das in Scheiß? Ah, cool. Komm, Bowser Junior, komm runter, komm runter, komm runter. Wie Bowser gucken denkt so, was macht er denn nur? Oh, der kleine Pisser, der wollte gerade zu mir. Habt ihr das gesehen? Oh. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott, Hilfe, Papa. Ja, ja, ist er. So ist gut. So, mein fetter Freund. Siehst aber echt gut aus von der Grafik her, meiner Meinung nach. Bowser ist so übergewichtig. Ja, alles klar, übertreib halt direkt. Zieh, 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 zieh. Und jetzt! Bäm! Ich bin kranke Kopf.
Ich hab schon gedacht, der macht Pause. Er macht doch Pause. Na, na, na. Der ultimative MLG. Bowser ist ein wahrer MLG, ne? Oh, der war eng. Achtung, Bomben. Ja, geownt, endlich, meine Fresse. Bowserchen! Aber warst du es jetzt schon? Bitte nicht auf Peach fallen. Tschüss. Und Bowser Jr. denkt mir so, okay. Ja, gute Entscheidung. Peachy, bist du hier? Ich bin irgendwie groß geworden. Peachy, bist du die Ware? Oh, kein Problem. Gib mir einen Kuss vielleicht. Ach ja. Ach ja, auf die Mütze natürlich nur. Blöde Schlampe. Kann man eigentlich totschlagen, die Frau. Mach das jetzt nächstes Mal einfach die Mütze ab, ne? Und alles ist so wie immer. Friedlich. Der fette Bowser. Nein, tu's nicht. Bowser, tu's nicht. Tu's einfach nicht. Oh nein. Ja, für dein Gewicht war es, glaub ich, nicht geeignet. Ja klar, aber für das kleine Schiff, oder was? Ja, klar. Als ob. Also unlogisch. Yay! Yeah. Super. Haben wir alles geschafft. Ich glaube, irgendwo habe ich noch eine Starcoin vergessen. Die muss ich noch nachholen. Aber Freunde, ich würde sagen, das war's von dem normalen Spiel her. Jetzt haben wir noch die Special World und also auch nur, glaube ich, 9 Welten oder so drin. Also nicht viel. Aber ich freue mich, dass wir das jetzt geschafft haben. Und die Fehlerei eigentlich mal ein Ende gefunden hat. Das war nicht cool. Geld, Geld, Geld. Geld, 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 Geld. Geld. Toads geben, bring Geld. Gib mir mehr Geld! Nein, hör auf, Yoshi! Gib mir Geld. Obwohl ich dich streng beleidigt habe, aber es tut mir leid. Ja, ich kann dir mal das Spiel eine Bewertung geben. Ich finde das Spiel eigentlich an sich sehr cool. Ist halt meiner Meinung nach ein bisschen zu ähnlich wie den Wii-Teil, vor allem jetzt auch gegen Endboss mit dem großen Bowser und so. Ja, weiß nicht, ich hätte mal was anderes einfallen lassen können, aber naja, an sich waren die Level ganz gut, waren auch nicht so einfach, also vor allem für mich nicht. Aber es wundert mich, weil ich eigentlich beim Wii gar keine Probleme hätte, also entweder das Spiel ist schwerer. Das Spiel ist, glaube ich, ein bisschen schwerer als bei der Wii. Aber ich weiß auch nicht, warum ich so gefailt habe. Naja. Ich würde das Spiel einfach mal für einen 2D-Jumpman 7 von 10 Punkten geben. Ich habe halt schon mehr, für die Final World habe ich mir schon mehr Level eigentlich gewünscht, weil das war dann schon ziemlich wenig. Ich dachte, da gäbe es mehr, aber leider nicht. Sehr schade, das Ganze. Aber hey. Was will man machen? Kann man nichts machen.
Aber wenn ihr das Spiel noch nicht habt und ihr 3D-Jump-Runs mögt, kauft es unbedingt, weil das ist ein nettes Spiel. Give me more. Oh nein, Toadi! Dich kann ich ja wegtöten. Ja, geh mal darüber, Toadi. Jawohl, dankeschön. Mein neuer Trampolin. Kinder, wer braucht schon ein Trampolin, wenn man Toads hat? Wie ein Trampolin. Ja. Ich freue mich ja schon auf das neue 3D-Mario, was ja gezeigt wurde. Das werde ich mit definitiv Let's Play mit euch. Und darauf habe ich schon richtig Bock, Alter. Das wird geil. Das wird mega geil. Wo ich dann einfach nicht so begeistert war, aber ich muss sagen, jetzt gefällt es mir sehr, sehr gut. Ich habe den Trailer noch ein paar Mal angeschaut. Und es wird cool. Das Spiel wird einfach cool. Wird spaßig. Wir werden hoffentlich wieder viele coole Spiele auch noch mit der Switch haben und oh, das wird geil, darauf freue ich mich schon. Vielleicht nehmen wir nochmal ein 2D Jump'n'Run Mario. Warum denn nicht? Ja, mehr Geld. Nein, das gilt. Alter, YouTube Money, ne? Das ist alles YouTube Money, was ich hier verdiene. Pro Tag. Wie lange geht denn das noch? Ah, jetzt ja. Satoru Iwata. Rest in peace, mein Freund. Sehr, sehr cool. Ende. Und damit, Freunde, sage ich auch, das war's mit diesem Part. Ich muss noch eine Starcon nachholen. Und dann habe ich die Special World freigeschaltet. Ja. Und dann war's das. Die Special World. Da ist sie. Gut, Freunde. Spielstand mit Informationen über den Abschluss des Spiels aktualisieren. Ja. Von mir aus. Freunde, ich würde sagen, das war's. Mit diesem Part lassen wir Bewertung da und dann sehen wir uns in der Star Wars wieder. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und ich denke noch, es wird 2-3 Parts geben. Und dann war's das. Mehr gibt's dann immer. Aber ich bin gespannt, wie hart die Star Worlds sind. Vielleicht brauchen wir noch länger für meine Duldigkeit. Also dann, Freunde, bis nachher.